Hallo, wer da? Hier bei Scheißhosenvoll Incorporated. Ich nehme nicht ab. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Boogeyman Nacht 5. Ich bin bereit. Komm schon, Boogeyman, gib's mir. Ich glaube, ab hier wird's ein bisschen schwerer, aber das macht mir nichts aus. Ich bin entsprechend vorbereitet, so vorbereitet ich sein kann, und draußen stürmt's. Das ist super. Ich mag Schneestürme. Seit ich klein war, mochte ich Schneestürme. Ich habe das schon ein paar Tage nicht gespielt. Das ist vielleicht... Boah, ist der schnell. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Außerdem sehe ich ihn draußen fast nicht. Das ist doof. Denkbar doof. Draußen ist das Licht aus. Nein! Und was zum... Ich... Nein! Ist das da ein Geist? Habe ich da gerade einen Geist vor meinem Fenster gesehen? Ich konnte gar nicht hingucken. Ich lasse mich nicht ablenken. Ich habe mir das vorgenommen. Und das Telefon klingelt schon wieder und es ist furchtbarst laut. Nein, ich habe das gehört. Es ist zwar furchtbarst laut, aber das höre ich. Du Drecksack. Der hat gerade was gesagt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe es kaum verstanden. Es klang wie, there's more than one of us. Es gibt mehr als einen von uns. Holt er jetzt seine ganze Truppe hierher und macht eine fette Party? Eine fette Boogeyman-Party in meinem Zimmer? Finde ich nicht nice. Finde ich nicht cool. Es ist so furchtbar laut. Es ist so furchtbar laut. Der Sturm ist furchtbar. Ich höre fast gar nichts. Das heißt, ich muss mich auf meine Sicht verlassen. Und die nimmt der mir. Das habe ich gehört. Und die nimmt der mir. Ah, das wird stressig. Ich dachte jetzt nicht... Nein, hey! Ich dachte jetzt nicht, dass das so extrem wird. Das wird dieser blöde Affe im Hintergrund. Nein! Nein. Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Ich habe den Schrank nicht mehr im Blick. Ich habe den blöden Schrank nicht im Blick. Das ist doof. Ich sehe den Schrank nicht mehr. Ich bin ein bisschen konzentriert. Entschuldigt mein Gehirn. Ich habe... Nein. Die Frage ist, er hat gesagt, der ist more than one of us. Heißt das, der holt jetzt seine Freunde her oder was? Weil er mich alleine nicht kriegt, weil er dumm und scheiße ist oder was? Jetzt hat er draußen das Licht ausgemacht. Nein. Nein, echt nicht. Das ist so furchtbar laut. Das ist unangenehm laut. Bam, 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 bam. Welch schöne Musik. Ah, habe ich gesehen. Welch schöne Musik. Es wird heller. Es wird heller. Der Schneesturm macht heller. Das ist gut. Außerdem spiele ich das jetzt im Vollbild. Das heißt, es ist noch gruseliger. Jetzt hat er den Ball runtergeschmissen. Ich lasse mich nicht ablenken. Ach, komm. Ich brauche bald eine neue Batterie. Wenn ich ihn das nächste Mal erschreckt habe, hole ich mir eine neue Batterie. Ob er da unten ist oder nicht, ist mir dann egal. Es wird heller. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Boogeyman? Wo bist denn du? Ist der tot? Nein. Okay, Batterie. Go. Ich hör den Lüftungsschacht. Geht ab. Och, er hat ihn aufgemacht. God damn it. Und es ist wieder dunkel. Er hat den blöden Lüftungsschacht aufgemacht. Jetzt sehe ich ihn nicht, wenn er von da kommt. Scheiße, ich verliere das. Und die blöde Eule ist wieder da. Ich verliere das. Ich sehe nichts mehr. Ich muss ihn noch einmal erschrecken. Nicht der Lüftungsschacht, Babygirl. Verpiss dich. Jetzt gib. Ich hab was. Ich hab eine blaue, ich hab alles. Perfekt. Und... Oh Gott. Es ist wieder hell. Warum ist es wieder hell? Ist das Beleuchtungssystem kaputt? Wie viel Uhr ist es? Es ist erst 3 Uhr, wirklich? Ich hab das erst zur Hälfte durch. Der hat den Lüftungsschacht aufgemacht. Jetzt höre ich ihn nicht mehr, wenn er da rein will. Er hat mich noch nicht gekriegt, aber er hat ihn aufgemacht. Das Spiel ist stressig. Das Spiel ist fucking stressig. Also es wird stressig. First try, das ganze Spiel ist wohl nicht. Ich müsste eigentlich schon tot sein. Ich weiß nicht, warum ich genau noch lebe, aber vielleicht mag er mich ja. Vielleicht macht das mir einfacher. Warum ist es hier drin so hell? Ist das normal? Das ist doch nicht normal. Oder? Ich meine, wenn es draußen Schnee ist, ist es normalerweise immer ein bisschen heller. Aber so hell, das ist nicht natürlich. Oder? Ich weiß es nicht. Nein. Ich habe den Lüftungsschacht ganz besonders im Blick, weil von da sehe ich ihn nicht mehr. Aber er versucht es halt auch nicht. Nein. Habe ich ein bisschen übertrieben viel Panik geschoben, als ich... Nein. Als ich keine... Jetzt wird es wieder dunkler. Nee, wird's nicht. Als ich keine Batterie mehr hatte oder fast keine mehr, habe ich es übertrieben? Ich weiß nicht genau. Nein. Achso, ich weiß, warum es heller ist, weil sich meine Augen anpassen. Sobald ich ihn im Lüftungsschacht blende, sehe ich ihn fast nicht mehr. Aber sehe ich den Rest vom Raum gar nicht mehr. Weil ich mir eben quasi selber in die Fresse leuchte. Raus hier!
Ich kann jetzt wirklich nichts annehmen. Das Büro ist geschlossen um diese Uhrzeit. Was? Oh! Well, shit. Ich habe das nach dem falschen Geräusch gesucht. Oder nach dem falschen Eingang. Nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen. You got this. You got this. Wenigstens leuchten seine Augen im Dunkeln. Das ist schon mal hilfreich. Ich bin ein bisschen... Nein. Bisschen on edge. Ich habe Angst. Um mein Leben. Dass dieser Boogie-Blödmann mich kriegt. Wir brauchen einen Spitznamen für ihn. Ich bin ja ganz stark für Boogie-Bitch. Wir nennen ihn Boogie-Bitch. Ich konnte übrigens das Tape fast gar nicht verfolgen, weil es erstens so laut war und zweitens ich so on edge war. Ich komme gar nicht dazu, die Story mitzukriegen. Das ist schlimm. Was? Ich habe irgendwas gehört, was ich noch nie gehört habe. Was war das denn? Nein. Kommst du nicht rein. Es ist fast 6. Es ist fast 6 Uhr morgens. Komm schon. I got this. Komm schon, nimm mir das nicht weg. Nimm mir das nicht weg, du Mistkerl. Du blöder Boogie-Blödmann. Ich hab's. Nacht 5. Oh Gott. Das wird stressig. Das wird sehr, sehr stressig. Oh. Es gibt natürlich noch eine 6. Nacht. Was habe ich eigentlich gedacht? Okay. Nacht 5 war stressig. Nacht 6 wird stressiger, richtig? Ich glaube es. Tun wir's. Nacht 6, komm schon. All the way. All the way. Yay, Nacht 6. Ich freue mich. Ich freue mich. Gerade beim Wechseln ist mir das Spiel abgestürzt. Deswegen war hier wahrscheinlich ein kleiner Schnitt. Und ich habe das genutzt, um mich geistig und körperlich bereit zu machen für den Boogie-Blödmann. Also komm, gib's mir. Nacht 6. Es gibt noch ein Tape anscheinend. Nein! Sorry. What's wrong? Ey! Boah, ist ja schnell. Ist der nur so schnell oder gibt's jetzt 2 davon, so wie er gesagt hat beim letzten Mal? Nein. Nein. My flashlight is not working. He's coming. Don't be silly. It's probably just a bird or something. Natürlich, nur ein Vogel. What are you doing? Don't open it out. See, it's fine. Nothing's out here. It'll be that stupid owl again. Aha. Sie ist tot. Habe ich das richtig mitgekriegt? Sie ist gestorben. Sie wurde vom Boogeyman gekillt, weil sie das Fenster aufgemacht hat, richtig? Weil sie gedacht hat, es wäre nur die Eule. Diese blöde, nervige Eule. Raus hier. Nacht 6. Der ist so unfassbar schnell. Entweder das oder es gibt halt jetzt mehrere davon. Ich weiß nicht genau. Wenigstens... Ja, genau. 2-mal das gleiche. Das ist gut. Ach, blödes Telefon. Nein. Nein. Oha, Schrank. Junge, der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der atmet mich an. Der atmet mir ins Genick. Halt die Klappe. Schrank. Und seine Augen leuchten nicht mehr. Das ist toll. Nein. Ich brauche bald eine neue Batterie. Jetzt ist alles leer. Willst du mich denn verarschen? Ich brauche bald eine neue Batterie, wenn das so weitergeht. Ich hole mir eine. Fuck you. Ja, hoch jetzt mit dir, Mann. Okay. Nein. Oh, komm, ey. Wirklich? Wow, 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 wow. Nette Strategie, Mistkerl. Nette Strategie. Oh, wow. Nein. Boah, du willst mich doch verarschen. Wir brauchen mehrere Batterien. Ich sehe es, komm. Schrank. Nein. Boah, der will's wissen, der Drecksack. Ich warte noch einen ab und dann... Lüftungsschacht. Leuchte einmal durch. Oh, ich brauche eine Batterie. Ich sehe, dass er das Fenster aufmacht. Ich kann nichts machen. Ich brauche eine blöde Batterie. Ich bin erledigt sonst. Ja, er macht alles auf. Ich muss auf eine Batterie warten. Nun. Und das passiert, wenn die Taschenlampe leer geht. Ich hatte keine Batterie mehr und unterm Bett war keine. Und das kleine Kind sagt am Anfang, es hat Batterien unter den Brettern unterm Bett versteckt. Es hat mich angelogen. Ich habe so das Gefühl, das hier wird eine Nummer schwerer. Die letzte Nacht habe ich durch Glück gewonnen, glaube ich. Das hier wird nicht so easy. Der Typ will's wissen. Der will's wissen. Und zwar extrem. Wenigstens muss mir jetzt dieses blöde... Ach, Tape, halt die Klappe. Sorry. What's wrong? I fell asleep with it turned on. The batteries are dead. I think there's some Was? More under my bed. Willst du mich verarschen? Das hat ihn überhaupt nicht interessiert gerade. He knows my flashlight is not working. He's coming. Don't
Don't be silly. It's probably just a bird or something. Don't go near the window. What are you doing? Don't open it out. Zweimal hintereinander die Tür, komm. See, raus fine. Hier. Nothing's out here. It'll be that stupid owl again. Ja, kleines Kind, wer hat gewürgt? Ich hab hier ein bisschen zu tun. Let her go, please. Please let her. Und da waren alle tot. Yay. Sag mal, was willst denn du? Was wollt ihr alle von mir? Was wollt ihr alle von mir? Nein. Oh, der Typ, ne? Batterie. Keine Batterie da. Leck mich ja mal. Nein. Nein. Oh, ihr wollt's echt wissen, ne? Ihr wollt ein Stück von meinem Booty. Das ist furchtbar. Wo kamst du her? Tja, und so schnell wird aus leicht herausfordernd schwer. Hallo, wer da? Hier bei Scheißhosenvoll Incorporated. Ich nehme nicht ab. Nein, Lüftungsschacht. Meine Skills sind zu erweitert. Ich bin Marsch. Ich sehe fast gar nichts mehr. Hilfe! Oh, ich hasse das. Der Fernseher ist das Schlimmste. Okay. Ich will nur eine Batterie. Ist das zu viel verlangt? Der gibt mir keine Batterien mehr. Wow, 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 wow. Nein, Schrank, 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 Schrank. Raus hier. Raus, alle raus. Wie viele seid ihr denn? Seid ihr fünf? Sechs? Nein, 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 nein. Bleibt alle raus. Ich habe keine Lust mehr. Mir reicht's. Reicht's, ich will nach Hause. Nein, Schrank, Schrank, Schrank. Ahaha. Aha. Es wird morgen. Oh mein Gott. Ich hab's nach 6. Oh, ja, endlich. Hat ja nur fucking 500 Versuche gedauert. Es gibt noch eine nächste Nacht. Es gibt noch eine nächste Nacht nach der 6. Nacht. Wirklich. Wirklich, was ist... Ich will wissen, was das ist. Was ist die nächste Nacht? Eine 7. Wäre naheliegend. Halloween. Eine Halloween-Nacht. Das wird lustig. Das wird lustig. Boah, die 6. Nacht war jetzt extrem nervig. Wirklich extrem. Entweder war der Typ an 2 Stellen gleichzeitig, er kann sich teleportieren, oder es gibt, wie er schon gesagt hat, mehrere von ihm. Was eigentlich heißt, dass das ein verdammt trauriges Wesen ist, wenn er mehrere Leute braucht, um mich zu suchen und mich zu jagen. Man müsste meinen, wir wohnen in einem amerikanischen Vorort, schätze ich, oder einem britischen Vorort. Das Mädchen hat die ganze Zeit einen britischen Akzent, wobei ich nicht glaube, dass sie britisch ist, weil in einer Botschaft sagt sie Flashlight und kein Brite der Welt benutzt das Wort Flashlight. Die sagen alle Torch. Jedenfalls, es ist ein britischer Vorort, okay? Und der Boogeyman wohnt da. Ja, es ist sein Jagdrevier. Warum nimmt er mich? Warum mich? Warum macht er sich die Mühe, die Dinge im Raum zu bewegen, Krach zu machen, mich zu verarschen? Warum macht er das alles? Er könnte doch einfach genauso gut einfach das Haus wechseln und müsste sich nicht mit dem ganzen Bullshit begeben. Er könnte einfach das nächstbeste Kind nehmen. Warum nimmt er mich? Bin ich ihm so wichtig? Will er mich so sehr? Er will mich so sehr. Du meinst, dass er mich so sehr will. Okay, er kann mich haben. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das war nicht ganz das, was ich ihm sagen wollte. Ich meine, er kann mich nicht haben. Und das werde ich ihm zeigen. In der Halloween-Nacht. Aber erst beim nächsten Mal. Hier bei Boogeyman. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dann, macht's gut. Und ciao. Ja. Rachi, süß. Du willst mich mit einem Billard-Köder schlagen? Ist das dein fucking Ernst? Oh, der ist down. Ihr habt beide nur Nahkampfwaffen, ernsthaft? Dogmeat, mach mal den Psycho, während ich seinen Kumpel hier loote. Ja, dann mach ich das halt. Stimpack. Springmesser. Ja, das ist ein Lava-Metall, das ist ein Bein. Ich muss immer zweimal gucken, was ich hab. Das ist furchtbar.